Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Erstturnier mit dem Werten Zwerg. Moin. Hallöchen. Hallöchen. So. Hallöchen. So, wir sind wieder zurück. Oh, und wir haben viel Spielzeug. Ja, wir haben mal die Fahrzeuge getauscht. War lustig. Wir haben erst die Anhänger getauscht, dann bockte mein Fahrzeug immer noch so auf. Dann haben wir die Frontfahrzeuge getauscht. Und bei dir bockt das nicht auf und deins bockte bei mir auch nicht mehr auf. Ganz merkwürdig. Jedenfalls. Ganz komisch. Aber jetzt seht unseren Ertrag und freut euch. Genau, seht und staunet. Oh, herrlich. Wollen wir erstmal das große Lager für die für das Shuttle? Nee. Ja. Ah, nee. Oder? Ah, nee, ja, lass, gut. Lass uns mal, nicht, dass wir ein großes Raumschiff kriegen. Lass uns vielleicht doch ja, ein bisschen. Ja, ja, achso, erstes Glück versuchen. Erstes Glück versuchen, ja. Okay, hast du heute dein Glücksschlüpper an? Ich hab denselben wie letztes, ich hab ihn noch nicht gewechselt. Achso. Schwierig, nein. Gottes ja, wir haben ja auch leider kein Duschhabitat, es ist schwierig. Oh, Treibstoff, yay. Okay, gut, da meckern wir jetzt ausnahmsweise mal nicht, ne, oder? Nee, also ich glaube momentan geht's, jetzt wo wir Handelsplattform haben. Du kannst den dran montieren noch, aber, oder nicht? Ja. Probier mal. Weil du sagtest, du kannst sie nicht anklicken da. Okay. Ja, das geht, aber ich kann nur die Kapseln hier, die hier stehen, kann ich überhaupt nicht bewegen. Ich kann nichts mit denen machen. Das ist komisch, das ist merkwürdig. Und jetzt bin ich aber der Host, ja, also. Ja. Das ist phänomenal. Also ich bin halt überlegen, ob wir auf der Shuttle ein Lager bauen. Warte mal kurz. Was sinnvoll wäre. Aber wer weiß, ob wir nicht gerade als nächstes das große Raumschiff, aber wenn es danach geht, machst du ja nie was. Ja, ne? Gut, ja eben, dann kommen wir ja nie voran. Dann kommen wir nie voran. Okay, machen wir das. Ich würde sagen, bauen wir das Ding, ja, oder? Ja, mach mal. Komm, weg damit. Fertig. Komm, wir haben es ja. Und dann brauchen wir nur noch Lager. Ein Solarmodul wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Damit wir gleich Strom haben. So großes, meine ich, oder? Nee. Oder reichen die kleinen am Anfang? Das große soll viermal so viel bringen wie ein kleines. Von daher, hatte man mir auch geschrieben, habe ich mir den Namen aber nicht notiert. Das große bringt viermal so viel wie ein kleines. Okay, ich habe jetzt erstmal ein Lager gebaut, weil das brauchen also wir auf jeden Fall. Also wenn es nur doppelt so viel wäre, dann wäre es wurscht, ne? Aber bei viermal muss man gar nicht so lange überlegen. So, das und... Okay, ich kann es leider immer noch nicht anfassen. Ist die Frage, ob das Solarmodul... Geht das Solarmodul... Warte mal, ich habe doch hier am Rover eins. Passt das an das Lager ran oder nicht? Oder muss man das auch... Warte mal, wir haben auch... Ich habe auch auf dem Rover eins. Das könnte man ja eigentlich dafür wunderbar hernehmen. Nee, es geht nur an die Orangendinger dann ran. Das geht nur an die Orangen. Ach so. Ja, das ist natürlich weniger hübsch dann. Nee, weniger hübsch. Okay, ein Habitat vielleicht, ne? Habitat, eins müsste man auf jeden Fall mitnehmen, sonst kommen wir wieder nicht voran. Wo kriegen wir das denn hergestellt? Im Lager oder im Drucker oder im... hier. Brauch, kann ich nicht sehen. Wahrscheinlich zwei Gemisch, ne? Schätze ich mal. Ja. Warte. Ich habe hier noch ein Gemisch in der Hand. Nee. Jetzt sehe ich es auch nicht mehr, warte mal. Jetzt, zwei Gemisch. Ah, okay. Zack. Okay. Ich befülle gerade mal mit Gemisch auch unser Shuttleport, damit der gleich mal befüllt ist. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir vielleicht auf dem exotischen Planeten zuerst mal andocken wollten. Also der Wüstenplanet hat das Problem, dass ich nie sehen kann, was mir dagegen fliegt. Das ist eine rote Kugel mit grünen Stacheln. Ganz, so. Ganz gemein. Wenn man es sehen würde, könnte man es ja gut, könnte man der Sachen gut ausweichen. Warte mal, kann man da nicht ein Solar... Nee, kann man nicht, ne? Weiß ich nicht, können wir mal probieren, das komm. Das große? Nee, das geht nur an die Orangen-Dinger, glaube ich, ran. Warte mal, hier liegt doch eins. Es geht nur an die Orangen ran. Naja, an die so doppelt verbunden sind. Geht zwei leider kleine nicht. Könnte man natürlich ransetzen, ne? Ja, also die können wir auf jeden Fall mitnehmen, wobei die haben wir ja im Prinzip, ich habe ja zwei auf eigentlich der Schulter. Haben, ja, ich auch. Na, also da kann man eins abgeben und dann ist man immer noch gut dabei. Was mit der Windturbine hier, die können wir vielleicht. Und dann braucht die auch. Nee, die hat dasselbe Problem. Okay, das ist weniger geschickt. Warte mal, Titan nehme ich jetzt auch mal eins mit, obwohl brauchen wir Titan eigentlich nicht, oder? Titan brauchen wir nicht. Hallo. Wir brauchen Gemisch und Harz. Harz vor allen Dingen eigentlich. So, und wir haben uns also zwei Möglichkeiten. Entweder, also wir können das so machen. So können wir zusammen hinfliegen und auch zusammen zurückfliegen. Das sollte funktionieren. Dann kriegen wir aber nur ein Lager mit.
Oder wir machen das so, wir fliegen mit einem Habitat und einer Kapsel hin und dann fliegt einer zurück und holt Hilfe oder so, ne? Also, du weißt, was ich meine, ne? Oder? Captain, mein Captain. Nein, aber das könnte man auch machen. Dann könnte man noch ein zweites Lager mitnehmen. Ja. Und dann würde einer von uns dann zurückfliegen und die zweite Raumkapsel hier holen und vielleicht nochmal ein paar Materialien von hier oder so. Wäre auf jeden Fall eine Idee. Warte mal, zwei Kupfer nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir noch, hier ist noch ein Gemisch. Wollen wir noch ein Lager bauen dann, ne? Ein Harz habe ich noch. Oder haben wir hier nicht noch ein Lager? Haben wir hier nicht noch ein Lager über? Das können wir jetzt auch ganz schnell mal machen. Hatten wir hier nicht noch ein Lager über? Ich habe keins mehr. Hatten wir nicht zwei Lager? Wir hatten auch, warte mal, wir haben zwei auf unserem Rover drauf. Achso, ja, nee, okay, das sind die beiden. Dann ja, richtig, wir hatten zwei auf dem Rover drauf. Okay, dann können wir jetzt auf jeden Fall noch eins mitnehmen. Ja, warte mal, ich kann noch eins von Rover mal eben runternehmen. Dann können wir vielleicht ein paar Forschungsnupsis noch einsammeln. Warum nicht? So. Ja. Also jetzt haben wir schon mal eins hier. Harz brauchen wir jetzt noch, ne? Ja, ich habe noch ein bisschen, ich habe noch eins, habe ich noch da. Warte mal kurz, habe ich da unten? Ich habe da unten gerade angefangen. Zwei Harz haben wir jetzt dabei. Wir brauchen definitiv mehr als das. Ja. Also wir sollten genug Sachen mitnehmen, dass wir eine Handelsplattform bauen können. Warte mal kurz, ich dock jetzt mal den Bohrer ab, weil den nutzen wir de facto eigentlich immer viel zu wenig. Genau. Und der braucht meines Erachtens jetzt zumindest einfach zu lang. Weil in der Zeit hast du schon meistens 5 oder 6 Mal angesaugt. Das ist eine nette Spielerei, den kann man auf dem... Ja, ich glaube, für manche Ressourcen braucht man den. Um auf fremden Planeten Titan abzubauen, dafür brauchst du den. Titan kannst du nur mit dem Ding abbauen, aber wir haben ja hier... Also wir brauchen ja momentan noch nicht wirklich Titan. Ja. Oh, es wird wieder dunkel, ne? Ja, wir sind genau zur Dunkelheit, starten wir jetzt hier los. Ja. Warte mal kurz, da hinten ist doch eine Harzquelle. Da könnte man doch mal hinschauen. Genau. Oh, Loch, 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 Loch! Oh, oh, okay. Ja, das mit dem Loch. Kommst du raus, oder? Nein, warte. Dafür sowas ist eine Seilwinde praktisch. Ja. Das ist das nächste große Ding, glaube ich. Soll ich helfen, oder fahre ich eben zum Harz? Nee, fahr schon mal los. Okay. Ich wurschtel mich hier raus. Bin schon hinter dir. Oh, hier ist ja noch mehr Harz. Hier ist aber auch ein Loch. Ja, ich glaube, ich habe ja schon mal irgendwann vor 100 Jahren angefangen. Bei mir steht ja Harz in der Luft. Siehst du das noch? Oder ist es nicht mehr da? Also ich sehe hier kein luftschwebendes. Nee, aber du siehst ein Loch hier, oder nicht? Ich sehe das Loch, ja. Schade, ich sehe das Loch gefüllt mit Harz. Sieht sehr attraktiv aus, aber leider nichts zu machen. Schade. Okay, kein Sprit mehr. Toll, wie ich Harz abbaue und krieg keins. Also bei mir ist es leer. Ja, bei mir, ich dachte mir schon, dass es leer ist, aber es wurde mir nicht angezeigt, dass es leer ist. Optisch. Es war halt noch gefüllt. So. Ich wusste das ja, aber ich wollte den Missstand halt beseitigen. Ach so. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier noch ein bisschen Energie abbauen, weil ich habe ja nur so einen kleinen Energiespeicher. Ja. Weil, du hast ja doppelt so viel Energie dabei mit deinem Rover. Ah, hier ist noch Harz. Da hinten bist du. Ich eile! Da guckte nur ein Lupsi hier raus. Und, ups, keine Energie mehr. Wow, 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 okay. Entschuldigung, ich glaube, du stehst auf Harz. Hey, nee, doch nicht. Da ist nichts mehr. Okay. Ja, du kannst ja hier raus. Ich kann nicht mehr gehen. Doch, das schaffst du schon. Ich schaff das nicht. So. Unfassbar. Kommst du raus? Ja, ja, klar. Was baust du denn ab? Ich sehe gar nicht, was du abbaust. Ich baue gar nichts ab. Ich wollte nur mal gucken, ob da noch mehr Harz ist. Ach so, okay. Gier treibt mich an. Gier treibt dich an. So, warte mal kurz. Ich muss mal kurz auch weglagern. Schon wieder Harz dabei. So, was ist denn hier noch so? Ich versuche, über den Monitor reinzugucken, in der Hoffnung, ich würde mehr sehen. Ja, ja. Das geht nicht so
Weil wenn man in Spielen, wenn man so um eine Kurve, um eine Ecke guckt, ne, in irgendwelchen Shootern oder großes Malheur. Keine Ahnung, ich bin unter dem Boden gerade. Okay, das ist meine Zeit, um jetzt mal hier aufzutanken. So, hast du mich gerammt oder hat sich mein Fahrzeug von alleine so Du hast dich einfach gedreht. Okay, schwierig. Ich habe da diesmal nichts mit zu tun gehabt. Leck, 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 leck. Oh. Oh, wow. Oh, oh. Wo ist denn das Fahrzeug? Ach, wo ist mein Fahrzeug hin? Was? Schau mal in die Luft. Oh. Ach, du Schande. Kommt es denn runter oder? Nee. Nee. Das ist jetzt doof. Da hängen unsere Ressourcen irgendwie dran. Nein. Ist jetzt... Wow, wow, es bewegt sich. Oh. Hinter, schnell. Der kommt näher. Jetzt kommt er langsam runter. Er fällt. Wie geil, ey. Okay, möchtest du den mal fahren? Nein, ich meine, also lass ihn mal tauschen, vielleicht ist es stabiler. Ernsthaft, weil, also ganz, das, ich habe da Verlustängste gerade. Welcome to. Oh, da ist noch eine Harzstation. Harz voraus, Harz voraus. Harz voraus. Und Wrack voraus. Vorsicht, Spalte. Ja, das Wrack, glaube ich, haben wir doch schon. Ja, genau, da ist unsere Boje. Ach, das ist es? Okay. Wow! Ich sehe den Boden nicht. Sag doch nicht, wow, wenn ich den Rücken zudrehe. Ich sehe den Boden nicht. Ich kann durch den Boden gehen! Echt? Nö. Ja, also jetzt langsam wird es echt schwierig hier. So, warte, ich mach's hier mal voll eben. Jo, jo, jo. So, ich glaube, Harz haben wir dann aber auch genug, ne? Ich glaube, mehr können wir ohnehin nicht mitnehmen, oder? Nee, gut, das ist auch noch so eine Sache. Dann lass uns doch noch zwei Forschungsnupsis irgendwie aufsammeln. Hier hängt doch einer dran. Hier, nimm mal den hier. Okay, dann nehme ich gleich den anderen. Vielleicht kriegen wir irgendwas Schönes noch mit. So, voll bepackt mit tollen Sachen. Aber denk dran, jetzt kommt der Energie. Ach so, ja, das geht. Nee, ich meine, bei mir ist jetzt kein Problem, weil ich habe ja hinten den Hänger noch voll mit Sprit. Meine Solarzelle klappt sich immer auf und zu, das sieht ein bisschen aus, als hätte es Flügel. Flieg, du bist jetzt frei. Immer wenn du durch Schatten fährst, geht sie zu oder geht sie wieder auf und wieder zu. So sieht das aus. Flieg ins Licht, flieg ins Licht. Sehr geil. Müsste sie doch bei dir auch machen, oder? Meine macht es momentan tatsächlich nur selten. Ja gut, jetzt hat's, meine hat sich jetzt auch einen. Harz. Stopp. Epische Harzquelle. Jo. Ich meine, selbst wenn wir es jetzt nicht mitnehmen wollen, ja, können wir es hier auch an der Base auf jeden Fall brauchen. Es wird ja nicht schlecht. Nee, eben. Es reift ja nur. Ich glaube, das war's, oder? Ja, glaube ich auch. Also ich habe immerhin einen bekommen, so. Ich habe einen ganzen Rucksack vor. So. Und mal. Dann können wir ja schon fast. Wir können ja. Au. Was? Ey, kleiner Unfall. Alles okay. Okay. Dann können wir ja schon fast nächste Folge vielleicht eventuell abheben. Ja, also es schaut zumindest nach Raumschiff aus. Ich stelle uns nochmal Hydrazin nebenher. Ach so, brauchen wir das? Kann nicht schaden, oder? Stimmt allerdings. Für den Rückweg und so, weißt du? Für bessere Zeiten. Also vor allem, wenn einer von uns zurückfliegen wird, um dann den Rest zu holen, dann brauchen wir auf jeden Fall Hydrazin. Ja, vor allen Dingen, das Geile an der ganzen Geschichte ist natürlich, der zurückfährt, kann natürlich jetzt auch ohne viel zu sammeln. Oh, Sturm. Nochmal Harz mitnehmen, ne? Genau, da kann er eine Runde Harz mitnehmen. Warte mal, wo ist der Sturm? Ich check das mal. Oh, der zieht genau auf uns zu. Ja, genau. Ich habe Deckung gesucht. Wie schaut's bei dir aus? Ich stehe bei der Gebüschstation. Das muss gehen. Und er kommt jetzt an. Ich will mal hoffen, dass mir die Gebüschstation, die Hydrazinstation noch Schutz bieten wird. Da kommen Teile, Vorsicht.
Denk an deinen Rucksack. Denk an deinen Rucksack. Noch kommen keine Teile bei mir. Eins habe ich in Inferno fliegen sehen. Oh, jetzt, ja, aber... Einer muss ja durchhalten hier, für Benzin sorgen. Oh, 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 unser eines Modul macht sich gerade bereit. Ich schütze es gerade mal ein bisschen. Was für ein Modul? Lara-Modul? Nee, unsere eine Raumkapsel, die hier steht, ist umgefallen. Ach, die du nicht einsammeln kannst. Ja, genau, deswegen kann ich jetzt auch nichts machen. Ich schütze sie gerade mit dem Rover. Okay, damit sie nicht wegreißt. Ich kann eben rüberkommen sonst und sie versuchen zu retten oder so. Das ist gerade keine gute Idee. Also hier geht's. Ey, hier tut's weh. Weil da ist gleich. Ja, sehe ich da drüben auch, stimmt. Da okay. Tut's weh. Also vielleicht stehe ich auch am Rand vom Sturm, ne? Der ist ja nicht so breit, der Sturm. Nee, aber der, jetzt wieder der ist, weg. Jetzt geht's. So, ich gehe zwar noch ein bisschen Banane hier durch die Gegend. So, Forschungsteil. So, Rucksack können wir ja auch voll machen mit Sachen. Das ist ich ja nicht wie bei mach's anderen. Mach's mal kurz auf. Das ist eine Forschungsding. Und wir kriegen Lithium raus. Schön. Kann man immer brauchen. Mhm. Das andere mal auch gleich auf. Dann ist es schon mal. Dann ist es doch schon mal weg. Ja, mal gucken. Ich hoffe, so ein Forschungs. Ein richtiges Forschungsdings. Aber ich glaube, wir müssen Nutzis finden, die anders Titan aussehen. Aber gut, ich meine, so Sachen wie Titan sind ja auch immer irgendwie wichtig. Ja, aber wir können ja auf dem, pass auf, lass uns doch zu dem exotischen Planeten sonst hin, wie wir gesagt haben, dass wir den erstmal, also Wüstenplanet wäre cool, aber solange sie den nicht gefixt haben, dann gibt es noch einen verseuchten und verstrahlten, ne? Ja. Und von daher dachten wir uns irgendwie ja, auf einen exotischen quasi so eine Zeitbasis machen, eine Tankstation quasi. Ja, genau. Und brauchen wir das Kupfer für? Ich hab's jetzt einfach mal mitgenommen, damit wir gleich was haben. Weil ich bin noch nicht fertig mit Lagern. Hydrazin habe ich im Rucksack und du kannst ja bei dir im Rucksack sonst auch noch was mitnehmen. Genau, ich habe jetzt aktuell, warte mal, Sauerstoff kann raus, die zwei Verbinder können raus. Einmal Lithium habe ich noch mitgenommen, Aluminium habe ich ein bisschen was dabei, Gemisch habe ich einen Haufen dabei. Harz nehme ich jetzt auch mal mit. Ups. Ja, Harz kann ich mir auch nochmal einen einstecken heben. So. So, dann haben wir hier. Einen Platz habe ich noch frei. Da könntest du ja nochmal ein bisschen Harz mitnehmen, dann können wir gleich eine Riesenbase aufbauen. Yep, wo hast du denn? Ach, da. Okay, alles klar. Ja, ich habe noch drei Verbinder bei mir, ne? Die kann ich. Obwohl, dann nehme ich deine beiden mit dazu. Genau. Verbinder. Ja, nanu? Wenn du Platz genug dafür hast, dann. Kann man keine. Super. Kann man die nicht miteinander mischen, die Verbinder? Du hast zwei, ich habe drei, aber der steckt die nicht ineinander rein. Ja, vielleicht musst du die rausnehmen. Kannst du die mal... Ich kann die ja nicht rausnehmen. Kannst du mal einen hinstellen, verbinden, beide setzen vielleicht und dann nehme ich die wieder runter oder so? So, warte mal. Schauen wir mal. Ja. Und... Zack. Okay. Ja, jetzt habe ich die. Ja, ich würde sagen, dann... ich lege jetzt nochmal ein bisschen was auf die Plattformen drauf. Ja. Dass wir halt hier nichts mehr machen müssen, grob. Speichern, auch ganz wichtig. Oh, was liegt denn hier noch? Sauerstoff. Das dümpelt hier einfach so rum. Das habe ich vorhin mal ein bisschen weggeschmissen. So. Okay. Gut. Das sieht aber schon besser aus hier, ne? Also jetzt mittlerweile sind wir echt gut gefüllt. Und frohen Mutes. Oh, hier ist noch Platz für... Da könnte man noch irgendwas mitnehmen, was noch irgendwie wichtig wäre. Also ein Solarmodul. Ein kleines. Ein Solarmodul wäre cool, ja. Warte mal. Ach nee, das stellen wir im Inventar her, ne? Obwohl, das ist so klein. Ja, ich weiß nicht, ob man dafür einen Platz braucht, wenn man das mit den ganzen Gemisch eh bauen können. Wir machen, ja, genau. Ach, lassen wir den Platz frei. Einfach, weil wir den Luxus haben, uns das leisten zu können. Ach so, dann lass mich Titanen mitnehmen. Ich will Titanen mitnehmen. Ich weiß nicht wofür, aber ich will es haben. So. So. Wir können Sauerstofftank draus machen. Nee, warte mal. Wir können noch mal einen Spritkanister irgendwo her organisieren. Warte mal. Ich habe doch schon 5 E4 im Inventar hinten. Ja, aber das ist Sprit. Ja komm, den mache ich eben. Warte. Ah, warte mal, hier hängt noch Gemisch rum. Das ist viel wichtiger. Okay, aber ich stelle jetzt trotzdem noch mal einen Sprit her. Dann haben wir den schon mal hier. Ups. Außerdem müssen wir irgendwie die nächste Minute rumbringen. Dann können wir sagen, oh, jetzt schon 20 Minuten. Mensch, schau an, 20 Minuten schon rum. So, warte mal, kann ich jetzt auch in das Habitat einsteigen? Das ist so eine Frage, die mich jetzt intensiv beschäftigt. Da gehe ich doch stark von aus.
Ich sitze drin im Habitat. Okay. Nicht losfliegen jetzt. Das wäre falsche Fehlleistung. Well, mach's gut. Ja, ich habe den Sprit in der Tasche. So. Ach, dieses bisschen da. Okay, ich sitze drin. Ich würde sagen, well, kann wenn ich du denn jetzt in das andere einsteigen? Wow. Ja. Das geht und zwar ohne umzufallen, meine Lieben. Ich würde es noch cooler finden, wenn mein Deckel mal zugehen würde. Ach Quatsch, den drückt schon der Wind zu beim Starten. Oh, super. So, aber ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt aussteige. Das sieht doch schon mal gut aus, so. Ja, ich hab's gewusst. Zum Glück sterbe ich bei der Aktion nicht. Okay. Moment, ich muss noch ein Foto machen davon hier, von unserer Basis hier. Obwohl, kann ich ja dann machen. Von dem. Wie nennen wir das Schiff eigentlich? Der Bucklige. Wenn es ein Schiff wäre, würde ich es ja Unsinkbar 2 nennen. Ah, hoffentlich kommen wir nie auf eine Eisbergwelt. Und ja, das wär's noch. Ich bin gespannt, aber dann bauen wir uns da erstmal unsere erste Basis auf und dann, also von der Idee her würden wir ganz gerne auf jedem Planeten mal irgendwie ein bisschen was aufbauen, ne, denke ich. Ja, ne? Also irgendwie alles. Vielleicht haben wir damit ja auch noch eine Woche Zeit gewonnen, dass die Jungs das dann mal den Multiplayer bisschen, noch ein bisschen überarbeiten, das wäre auch schon ganz sehr cool. Gut, ja. Sag mal, kriegt man diese Tab-Symbole eigentlich weg, diese großen Tab? Nee, ich habe auch schon geguckt, weil das fürs Screenshot-Machen extrem doof ist. Etwas, ja. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge heben wir erstmal ab und werden in die unendlichen Weiten vorstoßen. Mal wieder. Genau. Mit ein bisschen mehr Plan und Verstand. Diesmal wird es besser funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Ich glaube auch. Okay, dann bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.